nur Rang 14 für die Augsburger Panther nach 2 gespielten Spielen. Das muss sich definitiv ändern, so denkt man sich das heute. Und ja, zu Hause am heutigen Freitag gegen die Düsseldorfer EG soll es den ersten Sieg geben in dieser Saison. Wir sind gespannt, ob das am Ende funktioniert. Matthias Niederberger will den Kasten seiner Düsseldorfer natürlich heute sauber halten. Wir gucken einfach in diese Partie rein. LeBlanc gegen Adam am Bulli-Punkt. Und oh, wir gewinnen das Bulli. Also Augsburg in grün im ersten Durchgang. Von unten nach oben, auch im zweiten und auch im dritten. Da ist wohl nichts anderes einzustellen. Und wir probieren es. Ich bin ein bisschen heiser. Aber Matthias Niederberger, schön gemacht hat er das. Also ersten knapp 2 Minuten gespielt. Und wir dürfen gespannt sein, wer holt sich am Ende den Sieg. Für Augsburg, für uns wäre es natürlich eine wichtige Geschichte, hier endlich mal zum Sieg zu kommen. Es wurde nach dem zweiten Spieltag schon die ersten Kommentare laut, Spielschwierigkeitsgrad runterzustellen. Aber nein, das mache ich definitiv nicht. Denn wir wollen die Herausforderung haben. Wir wollen wirklich den Kampf auch haben. Und sehr schön. Oh, da gerade der Wechsel durchgeführt. Gerade noch gesehen am Bildschirmrand. Düsseldorf probiert's. Und Düsseldorf kommt. Schön auf Kamera. Gut abgelegt. Also diese Woche, ihr habt es gesehen im Uploadplan, ist noch so ein wenig dürftig. Was aber am letzten Wochenende der Stadiontour lag und auch meiner Stimme jetzt noch so ein bisschen geschuldet ist. Ab nächste Woche sollte das dann wieder anders laufen, Leute. Muss ja die Stimme noch ein bisschen schonen. Am Sonntag kommentiere ich die Partie des EHC Freiburg gegen die Dresdner Eislöwen. Spätestens da brauche ich natürlich meine Stimme. Und auf geht's. Hälfte des ersten Durchgangs ist vorbei. Wo sind die Anspielstationen? So wie hier auf Schmölz. Und dann ist aber keiner da. Schade, Valentine. Weit rausgefahren. Olivier Roy. Hölzer. Sehr gut. Aber dann wird er da doch noch wieder mitgenommen. Also die Abwehr der Düsseldorfer, sie steht aktuell. Zanetti mit dem guten Versuch. Und das könnte eine Strafzeit nach sich ziehen, aber nein. Hey, Zanetti. Also Augsburg probiert's. Düsseldorf kommt und Payao fängt den Puck ab. Verteidigt. Jetzt kommt, Freunde. So, sehr schön auf Holzmann. Auf geht's. Noch 2 Minuten. Einfach drauf, aber Niederberger. So einfach macht er uns das natürlich nicht. Trotzdem mal ein erster guter Versuch in Richtung Matthias Niederberger. Ja, schön. Kein Durchkommen. Also, so bleibt's beim 0:0. Nach 20 Minuten. Und 40 sind es noch zu spielen. 3:1 Schüsse, also beide Teams nicht wirklich 100% überzeugend hier in diesen ersten 20 Minuten. Und rein geht's in den Mittelabschnitt in Augsburg. Wahnsinn. Und Lamp jetzt vielleicht einfach mal aus der zweiten Reihe.
Schulzer, Kamera. Achtung, gut geblockt, wichtiger Block. Und schön verteidigt vom Augsburger Defensivmann. Sahir Gil. Und dann komm, Schall. So, Augsburg jetzt aber so ein bisschen offensiver geprägt. In der Kontermöglichkeit für die DEG. Und wieder der IV. Auf geht's. Offener Schlagabtausch. Trevelyan. Nachschusschance McNeil. Schade. Und wieder Luke Adam. Beide Mannschaften sehr, sehr defensiv auch geprägt mit ihrer Eigenschaft. Jetzt vielleicht Fraser. Und Ullmann. Das gibt's nicht. Riesenmöglichkeit. Riesenmöglichkeit. Und jetzt Matt Fraser. Abgelegt und Callahan. Alter. Die Torhüter, ey. Absolut on top. Schweres Unterfangen für den IV. Die Lücke in Richtung DEG-Torhüter zu finden. Achtung! Und Payau. 7 Minuten noch. Jetzt vielleicht Nachschuss. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Sehr schön wieder in den Zweikampf rein. Und das machen sie gut defensiv. Stehen immer oftmals richtig. Aber wir kriegen die Scheibe nicht rein. Das ist nicht wahr. Hase. Wieder nix. Also an mangelnden Chancen kann es definitiv nicht liegen. Düsseldorf setzt nach Svensson und Olivier Roy. 1,5 Minuten noch. Heiß umkämpft dieses Spiel und die nächste gute Möglichkeit. Aber die Torhüter, das ist der absolute Wahnsinn. Und wieder die Chance für Düsseldorf. Und so gehen wir auch nach 40 Minuten torlos in die Kabine. Wahnsinn. 10:6 Schüsse. Beide Torhüter bislang mit weißer Weste. Und ich will und ich brauche unbedingt einen Sieg mit Augsburg. Definitely. Zumindest klappt es Bulli. Komm schon. Komm. Adam im Abseits Glück gehabt. Also Düsseldorf drückt, Augsburg ebenfalls. Und wo zwei Kräfte aufeinander wirken, muss entweder einer nachgeben oder aber es ändert sich erstmal nichts. Nächste Möglichkeit, oder ist es? Tor für Düsseldorf. Eiskalt. Und das ist die Führung durch Maximilian Kamara. Bittere Kiste, gerade jetzt, wo Augsburg eigentlich so ein wenig das Heft in die Hand nimmt. Das ist richtig bitter, das schmerzt. 2,5 Minuten gespielt im Schlussabschnitt. Jetzt kommt Augsburg. Hohoho! Das ist nicht dein Ernst. Wow, wow, wow. Glück gehabt. Komm schon, weiter geht's. Callahan, nach vorne jetzt. Augsburg muss kommen. Oh.
Wahnsinn. Düsseldorf drückt jetzt Ullmann. Hälfte der Spielzeit schon wieder vorbei. Das gibt's nicht. Wir kommen nicht durch. Egal ob Schüsse von der Blue Line oder ob wir da vorne noch ein bisschen den Haken schlagen. Es ist unmöglich. Aktuell jetzt vielleicht. Wahnsinn. Wahnsinn. Oliveira kommt da wieder weit nach draußen. Jetzt aber Schmölz. Yes! Und da ist es! Ausgleich! Wunderschön gemacht! Und da ist das Tor für Augsburg! Durch Daniel Schmölz! 4 Minuten und 8 Sekunden vor Schluss, da sieht er die Lücke und dann verzögert er und keine Chance für Matthias Niederberger. Wahnsinn! Da ist es! Und jetzt weitermachen, Augsburg! Jetzt ist alles wieder offen! Und wie haben sie da gekämpft, die Augsburger Panther, dieses Tor zu erzielen? Und Hase, kommt schon! Aber Niederberger lässt da kein Rebound zu. Wichtiger Save für die Düsseldorfer. Apuli gewinnt die G. Leon Niederberger. Sehr schön, Hafenrichter, auf geht's, kommt schon. Woo! Riesenmöglichkeit. Oh. Leute, 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 was ist das für eine Partie, Augsburg gegen Düsseldorf am dritten Spieltag der deutschen Eishockey-Liga. Bulli ist heute relativ ausgeglichen. Sehr schön zu sehen, dass Augsburg da ein bisschen nachlegen kann. Boah, wieder schön gemacht. Diesmal ist es Lamp. Wir kommen nicht durch. Und Flake probiert's, aber Olivier Roy, was macht er denn jetzt? Es geht nach 60 Minuten in die Overtime. Augsburg zumindest mit einem Punkt. 16 zu 14, relativ ausgeglichen die Partie. Und so wollen wir das sehen. Richtig gut. Es fehlen nur noch die Tore auf Augsburger Seite. Rein in die Overtime. 5 Minuten, eigentlich 3 gegen 3. Oh, was war das denn? Aber warum auch immer das im Saisonmodus so nicht funktioniert. Und Lamp! Und Niederberger. 2:20 noch. Früher Fehler der Augsburger sorgt für eine richtig drückende Möglichkeit auf Seiten der DEG. McNeil. Sehr schön aufgepasst. Und komm jetzt. Sehr schön auf Lamp. Oh, wir kommen nicht raus.
Uhlmann! Oh, Fraser! Und wieder Fraser. Jetzt hat er Platz. Oh, der kriegt ihn nicht. Meine Stimme ist weg. Wahnsinn. Und Stieler, komm, lass ihn stehen. Und er lässt ihn stehen, aber er macht den Treffer nicht. Das ist unglaublich. Wieder ist es Niederberger, die letzten 8,4 Sekunden. Die Torhüter, richtig schwer nur zu überwinden. Absoluter Wahnsinn. Eine Möglichkeit vielleicht noch für die Augsburger. Schade. Stieler dann nochmal mit der Möglichkeit. Aber es bleibt auch nach der Overtime am 1:1. Und wir gehen also in das Penalty-Schießen. 20 zu 16 Möglichkeiten. Und als Heimmannschaft beginnt natürlich die DG und die macht's. Als Auswärtsmannschaft logischerweise. Wunderschön verzögert. Und Trevelyan. Fuck! Zweiter Schütze, Bata. Wenn er den jetzt macht, ist Augsburg extrem unter Druck, aber er schafft's nicht. Jetzt also die Möglichkeit für uns, hier auszugleichen. Sahir Gil. Yes! Woo! Und er macht's! Wichtiges Ding hier aus Augsburger Sicht. Zack! Vorbei an Niederberger, alles wieder offen. Sahir Gil. Und Gardner, dritter Schütze Düsseldorf. Auch er macht's! Wahnsinn. Und jetzt Augsburg muss diesen Treffer machen. Ansonsten ist das Ding hier durch. Oh! Düsseldorf gewinnt mit 2:1 nach Penaltyschießen. Aber Augsburg, wir haben heute wirklich gekämpft. Es hat am Ende nur die ein oder andere Möglichkeit gefehlt, die an Matthias Niederberger hier vorbeigeht. Gekämpft hat Augsburg definitiv. Am Ende hat es nicht sollen sein. Da ist er wieder gut reingegangen, mit nach vorne gelegt. Und dann war es der Sieg für die DEG. Beide Torhüter trotz allem mit guten Fangquoten. Und wenn wir das Spiel am Sonntag wieder aufs Eis bringen, dann auswärts in Schwenning, dann könnte es möglicherweise der erste Sieg der Saison werden. Es bleibt weiterhin eine sieglose Augsburger Mannschaft, die Thomas Sabo Ice Tigers volle Punktzahl genauso wie der ERC Red Bull München und die Eisbären Berlin perfekt in diese Saison gestartet. Dahinter dann die Straubing Tigers, die Schwenninger Wild Wings, unser nächster Gegner, nicht zu unterschätzen, nach 3 Spieltagen auf Rang 5. Dann die Kölnhaie vor der Düsseldorfer EG, dort auf der 8 die Krefeld Pinguine vor den Grizzlies Wolfsburg. Auf der 10 letzter Pre-Playoff-Platz momentan der ERC Ingolstadt und dahinter Bremerhaven, Augsburg, Mannheim und die Iserlohn Roosters für Mannheim und Iserlohn. Der Auftakt alles andere als zufriedenstellend. Auch die Augsburger bislang nur 2 Tore in dieser Saison. Das ist unser größtes Makro. Da müssen wir weiter dran arbeiten. Aber ich bin mir sicher, im Laufe der Saison wird das noch. Und wenn es euch trotzdem gefallen hat, würde ich mich natürlich über Daumen sehr freuen. Ansonsten sage ich danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Bloody LP.